mein Name ist Christoph Fickel. Ich bin eingeladen, diesen Abend zu moderieren. Ich bin, lebe hier im Gerichtsviertel, bin Journalist und Autor und aktiv im Stadtteil, unter anderem in der Initiative namens Lutz und Konsorten. Ich war bei der Abfassung dieses Manifestes nicht direkt beteiligt, aber wir haben als Lutz und Konsorten das Ganze unterstützt und auch unterzeichnet. Ich finde das gut, dass es das gibt, deshalb freue ich mich, dass ich die Veranstaltung heute moderieren darf. Vorab eine kleine Bemerkung. Hier filmen Leute mit, die gehören zu uns, die sind nicht von RTL. Wer trotzdem keine Lust hat, gefilmt zu werden, der ist eingeladen, das Ganze von der Tribüne aus zu verfolgen, die man über das Treppenhaus mit Stockwerk höher erreicht. Ansonsten geschieht aber auch nichts Böses mit den Aufnahmen. Außer, dass unter Umständen teilweise ins Netz gestellt werden. Also, ich sage mal kurz den Ablauf des Abends. Wir wollen, der Abend hat drei Teile. Der erste Teil, da wollen wir ein bisschen an fünf oder viereinhalb Beispielen deutlich machen, was Anlass und Grund für das Manifest ist. Im zweiten Teil wollen wir vorstellen, was für die Initiative daraus folgt oder folgen könnte. Und im dritten Teil soll es dann eine Diskussion geben. Vielleicht ganz kurz zum Altona-Manifest selbst. Aus meiner Sicht, Altona-Manifest für eine sozial gerechte Stadtentwicklung. Naja, das ist eben der Versuch, mal für einen Stadtteil oder einen Bezirk Forderungen zu formulieren, Ansprüche zu formulieren, die Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtteils gemeinsam erarbeitet haben und die sich einerseits dagegen richten, dass der Stadtteil, der Bezirk immer weiter gentrifiziert wird, dass immer mehr Investoren bestimmen, wie die Stadtentwicklung zu laufen hat, dass öffentlicher Raum zunehmend privatisiert und überwacht wird. Das ist ja ein Phänomen, das gibt es nicht nur in Altona, sondern in Hamburg, in Deutschland und auch in der ganzen Welt. Aber wie wir auch gerade in den letzten Jahren gemerkt haben, sind eben lokale Bewegungen, lokale Organisationen wichtig, wo sich Initiativen vernetzen, die lokal arbeiten. Und das geschieht eben nicht zuletzt auch mit diesem Manifest. Deshalb wird es heute vorgestellt, auch nochmal zur Diskussion gestellt und an Beispielen erläutert. Ich würde sagen, dann fangen wir doch einfach mal von vorne an. Wolfgang für die Linke im Bezirksparlament wird jetzt mal erklären, am Beispiel des Verkaufs öffentlicher Gebäude und Anlagen, was im Stadtteil bzw. im Bezirk schiefläuft. Bitte sehr. Ja, Wolfgang Zieger. Ich versuche mich so ein bisschen kurz zu halten. Das wird auch nur so aufrissmäßig sein. Klar ist, es gibt diese Idealvorstellung, diese Ideologie von der wachsenden Stadt, die irgendwann formuliert worden ist. Klar ist auch, es gibt so einen Rang von Leuten, die vielleicht bisher an der Peripherie gewohnt haben, in die, ich sag mal, lebensfrohen Stadtteile. Und das geht eben einher damit, dass ein Bedarf nach Wohnungen entstanden ist. Statistisch ist es so, dass die inneren Stadtteile, zu denen zähle ich jetzt mal Altona, Altstadt, Schanze, Altona Nord und Ottensen, dass in diesen Stadtteilen die Situation ist, dass die Wohnfläche in den bestehenden Wohnungen bei 33 Quadratmeter ungefähr pro Kopf liegt. In den anderen Stadtteilen Altonas, da liegt die Wohnfläche also nicht in bestimmten Ballungsräumen, also bestimmte Ballungsräume wie zum Beispiel in Durup, Flurstraße oder Osdorf, in Born, da haben wir ähnliche Vergleichswerte, aber wenn man die anderen Stadtteile sich anguckt, da liegt die Wohnungsgröße, die statistisch erfasste Wohnungsgröße, zwischen 48 und 56,4 Quadratmeter. Das ist so. So, wenn man jetzt also diese neuen Wohnungen für die neuen Nachfrager bauen will, dann muss man natürlich auch dafür Flächen nutzen. Und es ist eben so, dass in diesen inneren Stadtteilen ein Großteil der Flächen eben nicht mehr in der öffentlichen Hand sind. Was in der öffentlichen Hand ist, das sind Parks, Grünflächen, Sportflächen und Schulflächen. Zum Teil auch noch Wohnbauflächen, aber in sehr geringem Maße. Aus unserer Sicht ist es eben so, dass Parks, Grünflächen, Sportflächen, Schulflächen natürlich was ein wesentlicher Faktor für die Lebensqualität. Wenn ich das in Verbindung setze mit der Wohnungsgröße, ist es völlig klar, ne, ich muss für Menschen, Erwachsene, Kinder, muss ich in einer Stadt, wenn sie einigermaßen erschließlich als Lebensraum sich entwickeln soll, muss ich Auslauf zur Verfügung halten, um das mal so klar zu sagen.
Und ich konzentriere mich jetzt bei diesen Entwicklungen auf das Thema Schulflächen. Schulflächen, das sind so Räume, wo im Rahmen der Diskussion um die Veränderung der Schulstruktur der Gedanke aufgekommen ist, dass man gesagt hat, die Schulflächen sind doch alle viel zu groß. Da kann man doch wirklich gut drauf bauen. Das führt natürlich dazu, dass die Kinder, die vor so einem Lebenshintergrund haben, den ich gerade versucht habe zu umreißen, dass die Kinder in diesem Schulraum, der heute noch durch Ganztagsschulen gekennzeichnet ist, weniger Freiflächen zur Verfügung haben werden. Das ist aber offensichtlich für Leute, die diese Idee des Verkaufs von Schulflächen propagieren, nicht das Thema. Und ich bin der Meinung, das muss zum Thema gemacht werden. Jetzt nehme ich ein paar Beispiele, die im Moment am deutlichsten das Problem darstellen. Zwei Schulen, Ludwigstraße und Altonaer Straße. Das sind Schulen in Ballungsräumen mit relativ kleinen Geländen. Da gab es immer mal so die Ideen, dass man diese Schulflächen an den Rändern zubauen wollte, sollte. Das ist zum Glück übereinstimmend bisher zurückgewiesen worden. Jetzt gehe ich auf die Schulen ein, bei denen es am schwierigsten ist. Die Schule, bei der es am schwierigsten ist, ist die Carsten-Reder-Straße. Die liegt in einem sehr attraktiven Bereich, also jeder kennt das, was da unten gebaut worden ist und weiß, dass diese Schule, wenn man die nur unter dem Gesichtspunkt, Mensch, das ist irgendwie eine potenzielle Wohnbaufläche, kalkuliert, dann muss man sagen, das ist die Fläche, die müssen wir dringend bebauen, mit hochwertigem Wohnraum. Die Diskussion, wie Schulentwicklung in Hamburg weitergehen soll, die ist noch gar nicht zu Ende. Also der Begriff Inklusion, das ist so einer, der in der politischen Diskussion ständig in den Mund genommen wird. Der Begriff Inklusion bedeutet aber nicht, dass Sonderstandorte für Schulen zwangsweise aufgelöst werden müssen. Das heißt nur, man hat die Idee, dass man Schule anders organisieren will. Das bedeutet aber nicht, dass man Schulflächen weggeben kann. Denn, und jetzt konzentriere ich das mal auf Ottensen, dieser Stadtteil, der hat kaum noch Schulflächen zur Verfügung. Also jeder weiß, wenn man so ein bisschen sich damit befasst hat, dass die beiden Gymnasien, Allee und Hohenzollernring, die haben nicht besonders viel Fläche zur Verfügung, die platzen aus allen Nähten. Um die Schülerzahlen zu bewältigen, sind dann überall Container aufgestellt worden und es gab schon die Gelüste, diese Container auch in die Grünflächen, die mit den Schulen verbunden sind, aufzustellen. Das ist nicht geschehen, aber es ist auch noch nicht zu Ende. Der Ort neben der Carsten-Reder-Schule, an dem im Moment am massivsten die Idee propagiert wird, man muss die Schule auflösen und muss sie für Wohnungsbau zur Verfügung stellen, das ist der Standort der Tucholsky-Schule. Hinten, also Kieler Straße, Eckernförder Straße. Das ist ein Gelände, das ist riesig groß. Und die Idee in diesem Wohnungsbauprogramm Altonas, die besagt, dass man auf dieser Schulfläche 1200 Wohneinheiten ungefähr errichten könnte. Wenn man das dann mal so umrechnet, dann ist das, diese Schulfläche ist ein riesiger Wert. Und man versucht diese Schulfläche dadurch zu räumen, dass man einerseits die berufsbildende Schule, die auf dieser Fläche ist, die wird wegorganisiert und wird an die Budapester Straße organisiert. Dort sollen drei Schulen konzentriert werden. Dann hat man in diesem Standort nur noch die Kurt-Tucholsky-Schule, das war ein ehemaliges Aufbaugymnasium. Das ist im Rahmen dieser Veränderung von Zwei-Säulen-Modell, was die DHL propagiert hat, ist die Schule so ein bisschen hinten runtergefallen und wird auch nicht mehr so stark angewählt. Und deswegen hatte man gesagt, diese Schule an dem Standort ist gar nicht nötig. Und im Rahmen der Idee Neue Mitte Altona, also wir machen einen ganz neuen Stadtteil, wird alles gut, hat man dann so gedacht, man versetzt diese Schule von der Eckernförder Straße in den Bereich der Neuen Mitte Altona. Dass der Bereich der Neuen Mitte Altona überhaupt gar nicht genug Flächen zur Verfügung stellt, das ist nicht das Problem. Und dass, wenn man 2200 Wohnungen baut, möglicherweise auch zusätzliche Schüler existieren, das ist auch nicht das Problem. Das wird einfach vernachlässigt. Und es wird auch nicht in der öffentlichen Diskussion als Problem angesprochen. Die dritte Schule, die ich als Beispiel nehme, ist die Geschwister-Scholl-Schule. Das ist die ehemalige Gesamtschule und jetzige Stadtteilschule, so im Bereich Ostdorf. Die Geschwister-Scholl-Schule war eine sogenannte Brennpunktschule oder ist eine sogenannte Brennpunktschule. Und es gibt Leute, die der Meinung sind, da im Moment nicht so viele Schüler sind, wie man ursprünglich gedacht hat,
könnte man noch von dem Gelände der Geschwister-Scholl-Schule, sagen wir mal, so ein Drittel abknapsen und könnte da zusätzlich Wohnungsbau darauf errichten. Es wird, bei Wohnungsbau wird keine Aussage darüber gemacht, welche Qualität die Wohnungen haben. Und das, was wir wissen, ist, es werden wahrscheinlich keine Wohnungen sein, die im Rahmen dieses erschwinglichen oder für breite Bevölkerungsgruppen erschwinglichen Segments sich bewegen, sondern es werden Wohnungen sein, die in einem anderen Segment sich bewegen. Wenn von Seiten der Bevölkerung, von Seiten der Öffentlichkeit das nicht zum Thema gemacht wird, dann sieht es im Moment so aus, dass die Leute, die mehrheitlich die politische Macht in den Händen haben und auch die Leute, die innerhalb der Verwaltung handeln, dass die das als völlig selbstverständlich ansehen, solche Schulstandorte aufzulösen oder sie zu verkleinern und den Kindern und auch den Erwachsenen, die rundherum liegen, eigentlich einen ganz wesentlichen Teil der Lebensqualität zu nehmen. Und das ist etwas, was wir versuchen abzulehnen. Und dazu brauchen wir Unterstützung. Vielen Dank. Die Nachfragen machen wir, nachdem wir die Beispiele alle gehört haben. Ich bin der Einzige, der Nachfragen stellen darf. Das mache ich jetzt auch, Wolfgang. Eine habe ich noch. Kannst du noch ganz kurz ein bisschen erläutern? Also ich vermute mal, dass ein Argument, das zu tun sein wird, wir brauchen noch dringend Wohnungen in Hamburg. Du sagtest, hast es eben schon angedeutet, es sieht nicht so aus, als ob dort preisgünstige Wohnungen gebaut würden. Was lässt uns das vermuten, dass es nicht so sein wird? Wir haben wir können nur mal mit Beispielen arbeiten. Also an der Bergspitze, ne, um die es gerade geht, ist ja bekannt. Also Große Bergstraße hier. Große Bergstraße. Das Argument, dass da unbedingt was gebaut werden sollte, war ja, dass da Wohnungen entstehen sollten. Und theoretisch hätte man von Seiten derer, die politische Macht haben und derer, die in der Verwaltung die Macht haben, dafür sorgen müssen, dass ein Vertrag über die Qualität der dort zu errichtenden Wohnungen geschlossen wird. Das ist aber versehentlich nicht geschehen. Und ja, in der sozialen Wohnungsbau. Das ist versehentlich nicht geschehen, das hat man, das tut es leid. Man sagt, das tut uns leid. Das war ein Versehen. Das heißt also, mein Glaube in so ein ordentlich korrektes Verfahren, in dem man alle Bedürfnisse, die in der Stadt existieren, auch wirklich gegenüberstellt und abwägt, der Glaube in dieses Verfahren, der ist bei mir nicht besonders stark ausgebildet. Nein, davon auch nicht. Machen wir jetzt nachher. Merken und bündeln. Im zweiten Beispiel hören wir was über die Lebensqualität und die Wohnqualität in Altona, Madit, die schon gerade sich erhebt, lebt seit Mitte der 80er, aber richtig in Ottensen und hat miterlebt, wie sich Ottensen verändert hat und wird aus ihrer Sicht und für die Gruppe, die das Manifest formuliert hat, da ein paar Sachen zu sagen. Also wir sind natürlich dafür, dass Wohnungen gebaut werden. Insbesondere soll natürlich günstiger Wohnraum entstehen und insbesondere natürlich geförderter Wohnraum. Wogegen wir natürlich aber sind, ist, dass jede Lücke und jede Grünfläche, jeder Bolzplatz und jeder Hinterhof zugeknallt wird. Das geht nämlich genau auf die Lebensqualität. Und da denken wir, dass es vielleicht mal besser ist, den Leerstand der Wohnung und der ganzen Büroflächen zu beseitigen. Also das heißt Büroflächen beschlagnahmen, vernünftige Wohnungen daraus bauen und dann dem Wohnzweck zuführen. Das wäre mal das Allererste. Denn es ist natürlich klar, wenn diese wahnsinnige Verdichtung nicht nur, dass die ganzen wichtigen Flächen wegfallen, es wird der Verkehr zunehmen, es wird dichter werden, die Autoabgase werden steigen und der Lärm wird zunehmen. Das heißt, die Lebensqualität wird sich dadurch einiges verringern. Und zum Beispiel sind wir auch wieder bei der Bergspitze. Es gibt auch Wohnungen, die dann überhaupt gar kein Sonnenlicht mehr sehen. Oder wenn man das in der neuen großen Bergstraße, da wollen sie das irgendwie einfach nochmal weiter aufstocken, dann wird da ein Windkanal entstehen. Das heißt, jeder weiß, dass es die große Bergstraße geht, dass es dann sowieso schon zugig ist. Und das wird irgendwie noch wahnsinnig verstärken und dann mag auch keiner mehr auf den Straßen und Plätzen sich aufhalten. Wobei es, finden wir, sehr wichtig ist, also Plätze und Möglichkeiten der Begegnung und Kommunikation im Stadtteil zur Verfügung zu stellen. Wobei ja Platz oder so, der Güteplatz wird ja kein Platz mehr sein, wenn so gebaut wird wie geplant.
Ja, es geht ja eben nicht nur um Verwahren in vier Wänden, sondern es ist wichtig, auch wohnungsnahe grüne Flächen zu haben, Plätze zum Verweilen, Kleingärten, Spiel- und Sportplätze, direkt auch im Stadtteil. Und es reicht eben nicht aus, irgendwo an der Autobahn so eine neue Sportanlage zu bauen. Das ersetzt den Bolzplatz im Stadtteil nicht, wo man eben schnell mal hingehen kann, wo die Kinder auch in der Nachbarschaft eben schnell mal bolzen können. Abgesehen davon, wer möchte denn so gerne Sport ausüben oder so und die ganzen Abgase von der Autobahn einatmen? Das ist auch so eine hirnrissige Idee. Ja, wir sind auch der Meinung, dass vielfältiges Kleingewerbe und Handwerksbetriebe ins Stadtteil gehören und nicht am Rand gedrängt werden sollen. Inhabergeführte Einzelhandelsgeschäfte oder auch Cafés und Kneipen, die werden uns lieber als diese langweiligen Ketten wie Starbucks und so weiter. Und was ich für die Ottensaar irgendwie ganz besonders schön oder so fußläufig ihr Schwimmbad zu erreichen und da zu saunen oder auch im Stadtteil ganz ohne in der Sonne liegen zu können. Stattdessen ist das eben dieser Mercado-Erweiterung, das Bismarckblatt gewichen. Und jetzt haben wir wieder noch ein paar mehr Klamotten liegen. 17 Ottensaar schon gut genug. Ja, es braucht eben wirklich im Stadtteil, im Quartier immer eine gute Infrastruktur, ausreichend Kitas, nahe Schulen, medizinische Versorgung und vor allen Dingen auch eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Darauf warten zum Beispiel die Stadtteile in Ostdorf und in Lürup schon sehr lange. Wurde jetzt in Vier gebaut, in die Hafencity, lieber mal geplant als eine U-Bahn, die nicht gerade Ostdorf und Lürup mit der City verbindet. Aber Hafencity ist natürlich wichtiger. Da steigen irgendwie aus diesem Luxusliner immer nur 3.000 bis 4.000 Menschen aus und die müssen in die Stadt verfrachtet werden. Ja, ein gutes Angebot an öffentlichem Nahverkehr, der auch preisgünstig ist, und natürlich auch den Individualverkehr zurückdrängt. Das heißt, so ein autoarmer Stadtteil wäre ja auch sehr erwünschenswert. Und wir brauchen auch saubere Luft zum Atmen und nicht eine Luft, die durch CO2, durch Abgase, durch Feinstaub uns unsere Gesundheit schädigt. Und Wohnqualität geht auch nicht ohne drastische Lärmreduzierung und sichere und gut ausgebaute Fahrradwege. Ja, wir sind diejenigen, die in den Stadtteilen leben und nicht die Investoren und die Politiker, die das alles planen. Und deswegen, wir wollen bestimmen, was in den Stadtteilen vorkommt, was es dort sein wird, wir alle zusammen. Und sicherlich habe ich etliches noch ausgelassen, wie ihr euch eine lebendige Stadt vorstellt, in der ihr wohnt. Und ja, und deswegen wollen wir darüber bestimmen und die Lebensqualität in den Stadtteilen darf nicht den Profiten der Investoren zum Opfer fallen. Danke, Marit. Wir haben jetzt hier heute Abend Zeugen versammelt, die bei dem Verfahren dabei waren und uns davon berichten können. Unter der Bürgerbeteiligung als Fahrer ist das natürlich tendenziell Jörg vom Koordinierungsgremium Meta Altona wird was sagen. Meta Altona kennen wir alle, ist diese große Linse in der Mitte von Altona, die bei der uns, glaube ich, bis zu 4.000 oder gar 6.000 Wohnungen versprochen wurden. Es werden jetzt ein paar weniger, das heißt, vielleicht ein bisschen selber. Ja, mein Name ist Hans-Jörg Hofmann, ich bin Mitglied des Koordinierungsgremiums Mitte Altona. Auf dem Weg hierhin habe ich nochmal überlegt, wie lange gibt es da eigentlich schon Bürgerbeteiligung an diesem Projekt Mitte Altona. Dann bin ich darauf gekommen, dass das jetzt 4 Jahre mittlerweile sind. In 2010 ging das los, 2010, 2011, da gab es eine ganze Reihe von Bürgerforen, also Bürgerversammlungen, die teilweise leicht tumultartig endeten. Dann gab es so eine Zäsur vor ziemlich genau 2 Jahren, da hat die Behörde, also die BSU, beschlossen, auf Rat von Professoren, die sie da engagiert hat, ein
so eine Art institutionalisierte Bürgerbeteiligung einzuführen. Und daraufhin wurde dann dieses Koordinierungsgremium mit der Altona gewählt von einem Bürgerforum, einer Versammlung der engagierten Bürger. Dieses Koordinierungsgremium war so gedacht, dass es so eine Art Puffer zwischen den Hunderten von Bürgern, die zu den Versammlungen gekommen sind, und der Behörde darstellen sollte. Gut, jetzt, da haben wir uns halt eben mittlerweile jetzt seit 2 Jahren engagiert. Wenn man jetzt so ein Zwischenfazit zieht nach diesen 4 Jahren, was hat das eigentlich gebracht, diese ganze Bürgerbeteiligung, was ist da konkret erreicht worden? Denke ich, aus unserer Sicht kann man eigentlich nur sagen, vermutlich sehr, sehr wenig. Warum vermutlich? Gut, jetzt laufen noch die Abwendungsvereinbarungen, das sind ja die Verhandlungen zwischen der Stadt und den Eigentümern dieses Geländes. In diesen Abwendungsvereinbarungen wird halt eben letztendlich festgelegt, wie die finanzielle Verteilung der Lasten geschehen soll in diesem Gebiet. Das heißt, wie viel zahlen die Eigentümer für bestimmte Sachen, die Erschließung und so weiter, was trägt die Stadt, was wird da genau, wozu sollen die Eigentümer verpflichtet werden. Das schleppt sich mittlerweile schon, ich glaube, fast 2 Jahre hin, diese Verhandlungen. Die sind natürlich unter verschlossenen Türen statt. Man erfährt also gar nichts, was dabei rauskommt. Und der Termin, wann die nun abgeschlossen werden sollen, wurde auch schon diverse Male immer weiter rausgeschoben. Jetzt heißt es wieder, im Herbst hieß es erst, der Herbst ist nun auch schon zu Ende. Gut, da kann man also im Moment nur warten. Also ich kenne jetzt mittlerweile keinen mehr, der da noch große Hoffnungen hegt, dass da was Vernünftiges im Sinne der beteiligten Bürger bei rauskommt. Ziele der Menschen, die sich da engagiert haben in diesem ganzen Prozess, waren eigentlich die Sachen, die auch in dem Altonaer Manifest halt eben auftauchen. An erster Stelle natürlich preisgünstigen Wohnraum zu schaffen, preisgünstigen Gewerberaum zu schaffen. Und das Ganze halt eben in einem Umfeld, das halt eben lebenswert ist, was durch Grün gekennzeichnet ist, durch eine eher kleinteilige, vielleicht lockere Bebauung, wo es dann eben auch Spaß macht zu leben. Nicht? Und nicht einfach nur, engen, dichten Wohnraum da irgendwo hinzuklotzen. Jetzt kann man natürlich rückwärts nochmal sich überlegen, wie kommt es dazu, dass die vielen Menschen, die sich da engagiert haben, eigentlich so wenig erreicht haben in ihrem eigentlichen Sinne. Da muss man eigentlich sagen, es standen, was allerdings erst nach und nach so rauskam, viele Dinge eigentlich schon von vornherein fest und waren im Grunde genommen gar nicht mehr verhandelbar. Wir haben also relativ früh gemerkt in diesem Prozess, dass es so ein sogenanntes Eckpunktepapier schon seit 2010 gibt, was aber auch geheim gehalten wurde. Da hat die Stadt mit den Eigentümern schon so einen Art Vorvertrag geschlossen und wesentliche Dinge bereits festgelegt, nämlich zum Beispiel die Kosten für die Eigentümer bereits vorab gedeckelt, obwohl zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht feststand, wie hoch diese Kosten überhaupt sein werden. Das war also sehr mühsam, dann dieses Papier letztendlich rauszubekommen. Irgendwann ist uns das dann gelungen. So, das war der eine Punkt. Der andere Punkt, der Masterplan, der auch schon 2010 oder sagen wir mal 2010 war der Sieger in diesem Stand, der Sieger in diesem Wettbewerb fest. Danach wurde der Masterplan dann anhand dieses Siegerentwurfs entwickelt. Auch da wurde uns immer gesagt, das ist erstmal nur so ein grober Entwurf, das soll so die grobe Richtung vorgeben, aber der ist natürlich noch veränderbar, das ist alles nicht in Stein gemeißelt und so weiter. Letztendlich müssen wir aber rückblickend feststellen, es ist im Prinzip nichts an diesem Masterplan geändert worden. Das heißt, der damalige Siegerentwurf und der Masterplan, der darauf aufbaut, sind die ganze Zeit relativ starr geblieben. Und wir wurden halt immer nur hingehalten mit dieser Versprechung, das ist alles eigentlich noch im Fluss, war es letztendlich aber dann doch nicht. Was waren jetzt so die Kritik? Und man könnte natürlich sagen, vielleicht war das ja alles sowieso ganz toll, was da relativ früh schon beschlossen wurde und feststand. Was gab es da eigentlich zu kritisieren? Gut, das sind letztendlich eigentlich die Voraussetzungen für dieses ganze Projekt, nämlich dass der Bahnhof von seinem jetzigen Standort nach Diebsteich verlegt werden sollte. Da ist die Stadt eigentlich die ganze Zeit von ausgegangen. Letztendlich steht es aber immer noch nicht fest, beziehungsweise der Trend geht ja wohl eher dahin, dass die Bahn diesen Bahnhof gar nicht verlegen wird, weil sie ja,
das sich gar nicht mehr leisten kann. Man hat ja noch ein 13 Millionen teures Gutachten in Auftrag gegeben, was Ende dieses Jahres dann irgendwie rauskommen soll und dann irgendwie die Bahn endgültig Bescheid geben, was sie nun machen will. Also wir gehen mal davon aus, das bleibt alles so, wie es ist. Damit ist natürlich diese ganze Planung irgendwie ja, zur Hälfte hinfällig, weil der größte Teil dieser ganzen Fläche dann weiter im Bahngelände bleiben würde. Dieser Viadukt, auf dem die Fernbahn so auf Stelzen durch dieses Gelände geführt wird, würde bestehen bleiben. Dadurch haben wir eine gewaltige Lärmproblematik, wo die Stadt sich von Anfang an eigentlich drumherum gedrückt hat. Das heißt, sie haben kein Konzept entwickelt, obwohl wir das ständig immer wieder angemahnt haben, gegen diese Lärmbelastung für die Wohnungen, die da entstehen sollen, von dem kleineren Teil, der jetzt schon zur Bebauung freigegeben ist. Dann käme noch dazu die soziale Struktur, da haben wir auch immer drum gekämpft, dass die halt eben dem entsprechen soll, was in den anliegenden Gebieten, also rings um diese Mitte Altona, jetzt im Moment vorhanden ist. Auch das ist uns nicht gelungen, weil die Stadt sich an diesen Drittelmix halt eben festgebissen hat und da also nicht bereit war, auch nur einen Millimeter davon abzuweichen. Die Stadt, man kann natürlich sagen, gut, das sind ja alles Privateigentümer, hat die Stadt da überhaupt irgendwelche Möglichkeiten, irgendwas zu erreichen? Ja, hat sie natürlich, weil das Gebiet relativ früh schon als § 165 Gebiet ausgewiesen wurde. Vorbereitende Untersuchungen wurden da angestellt und aufgrund dieser Untersuchungen hätte die Stadt also Möglichkeiten, das Gebiet in Eigenregie zu entwickeln und dann bestimmte Vorstellungen durchzusetzen, die nicht unbedingt mit denen der Eigentümer übereinstimmen müssen. Und das war halt eben das, was wir die ganze Zeit versucht hatten zu erreichen, die Stadt also quasi zum Jagen zu tragen, um im Sinne der Menschen halt eben und möglicherweise auch gegen die Interesse der Eigentümer bestimmte Dinge halt eben durchzusetzen. Aber wo die Stadt eigentlich, und das hat sie auch die ganze Zeit gesagt, kein wirkliches Interesse daran hatte. Die möchten eigentlich nur, dass die Eigentümer halt eben diese Flächen in ihrem Sinne und mit Anteilen im Sinne der Stadtpolitik halt eben bebauen. So, ja, gut, das war halt eben so das Fazit von uns, dass der Einfluss, den wir nehmen konnten, den die ganzen beteiligten Bürger nehmen konnten, minimal war. Wir haben auch versucht, Alternativen aufzuzeigen aus anderen Städten. Es gab auch immer wieder Entwürfe von Stadtplanern, die halt eben Alternativen dann vorgestellt hatten. Aber all das war letztendlich, ist in keinster Weise halt eben berücksichtigt worden. Ja, von daher ist dieses Fazit also so, dass eine ganze Menge Leute sich jahrelang daran abgekämpft haben, ohne wirklich von der Stadt auch ernst genommen zu werden und irgendwie Einfluss auf diesen Plan nehmen zu können. Ja, vielleicht noch ein kleines positives Ergebnis dieser ganzen Geschichte in Bezug auf das Koordinierungsgremium. Was ich denke, was uns zumindest gelungen ist, ist, dass wir uns nicht von der Stadt haben instrumentalisieren lassen. Das war ursprünglich auch so geplant. Wir sollten quasi angeleitet von diesen Professoren agieren, also quasi unter Aufsicht der Behörde, so eine Art, wie soll man das nennen, gelenkte Demokratie. Veranstaltung, da haben wir uns gleich gegen gewehrt und das dann sozusagen in die eigenen Hände genommen. Das lief eigentlich alles ganz gut. Also da haben wir gezeigt, wir können uns selbst organisieren, wir sind selbstständig, wir sind auch nicht dumm. Wir können da selbst Entwürfe und Alternativen vorbringen. Gut, dass die Durchschlagskraft dann letztendlich gefehlt hat, ist halt eben das, was dann negativ zu Buche schlägt. Ja. Ich habe mal eine Frage. Ich will mal versuchen, das umgekehrt mal positiv zu formulieren. Du sagtest ja, die Verhandlungen hinter geschlossenen Türen, das ist auch meine Information. Sprich, da gibt es eine Stadtentwicklungsbehörde, da gibt es Eigentümer des Geländes, und die sitzen da in irgendwelchen Räumen und verhandeln darüber, welche Struktur, soziale Struktur diese Stadt haben soll, was da im Park gemacht wird und so weiter und so fort. Jetzt könnte man ja
das auch mal positiv sehen und sagen, naja, ihr habt jetzt so lange protestiert, wir haben so lange protestiert, Forderungen gestellt, Vorschläge gemacht, Druck entwickelt auf Dutzenden von Veranstaltungen. Womöglich wird da hinter den Türen was ausgehandelt, was dann durchaus, sagen wir mal, ein Fortschritt ist gegenüber dem, was ursprünglich vielleicht die Investoren vorgehabt haben. Ich will mal so sagen, das ist ja noch offen, weil der Bebauungsplan wird ja erst vorgestellt. Ne? Und das werden wir auch begleiten, kritisch. Naja, der Bebauungsplan ist bereits vorgestellt worden, auf einer öffentlichen Veranstaltung, also auch im Bürgerforum in Mittelaltona. Da werden demnächst wird er ausgelegt werden. Dann ist ein Monat Frist, um Einwände dagegen öffentlich zu machen, also gegenüber der Stadt halt in Geld zu machen. Auch die muss dann auch in gewisser Weise eingegangen werden, aber nur indem halt eben da Stellung gezogen wird. Also das heißt nicht, dass sich da irgendwas ändern wird an dem Bebauungsplan. Was du vielleicht noch mal... Die Abwendungsvereinbarung. Genau, die sogenannten Abwendungsvereinbarung. Die sind dann eben, hatte ich ja vorhin gesagt, noch nicht raus. Also wir wissen nicht, was da drin steht. Möglicherweise wird da drin stehen, was Baugemeinschaften zugutekommen könnte. Vielleicht auch eine Obergrenze für Grundstückspreise für Baugemeinschaften. Könnte sein. Es wird aber, denke ich, nichts rauskommen, was jetzt auf breiter Front gegen diese Entwicklung, unter der wir letztendlich vermutlich alle zu leiden haben, dass halt eben die Mieten immer teurer werden, die Wohnpreise immer teurer werden, was dem wirklich entgegensteuern würde. Und das war das, was wir uns eigentlich von der Stadt erhofft hätten, dass da so ein Zeichen gesetzt wird und gesagt wird, mit dieser Riesenfläche, da hat die Stadt endlich mal die Möglichkeit, diese fatale Entwicklung nicht unbedingt umzukehren, aber zumindest zu stoppen, da irgendwie einen Punkt zu setzen. Und das haben sie halt eben nicht gewollt und dementsprechend auch nicht gemacht. Dann wäre das aber zumindest ein Punkt, wo man eine Abwendungsvereinbarung das nochmal deutlich machen könnte. Das wäre interessant hier für die Leute. Ja, da wäre so ein Punkt, wo man nochmal eingreifen könnte und sagen könnte. Die Stadt hat uns zugesichert, also im Koordinierungsgremium, dass sie, wenn diese Abwendungsvereinbarungen irgendwann mal unterzeichnet sind, dass sie dann 5 Bürgerforen veranstalten will, in denen die einzelnen Bereiche in diesen Abwendungsvereinbarungen nochmal diskutiert werden können. Da warten, hoffen wir drauf. Weiß natürlich nicht, dass da irgendwas dran erinnert wird, aber zumindest ist da mal eine gewisse Öffentlichkeit. Ja. Vielen Dank. Genau, ja, jetzt haben wir viel über die Mitte-Altona gehört, die ja als Wohnstadtteil bekannt ist. Es gibt ja auch, soll ja tatsächlich in der inneren Stadt noch Orte geben, an denen Menschen arbeiten. Ich erinnere mich an den Wahlkampf 2010, 2011, als Olaf Scholz in all seinen Reden immer das Kühne-Gelände erwähnt hat. Kühne, wo ja auch mal produziert wurde und wo jetzt teure Wohnungen sind, wo also der Stadt, wo sozusagen die Gentrifizierung das Gewerbe rausgetrieben hat. Solche Orte gibt es viele in Altona, aber auch in der ganzen Stadt. Einer davon ist das ehemalige Kolben-Schmidt-Gelände an der Friedensallee. Einige von euch werden das kennen. Tobias Trapp hat dort eine Motorrad-Selbsthilfe-Werkstatt und mit vielen anderen, die dort arbeiten, das Interesse, dass das Gelände auch weiterhin zum Produzieren und zum Arbeiten für das Angewerbe erhalten bleibt. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Ende August hast du noch eine Mail rumgeschickt. Und gesagt, naja, das, was da jetzt passiert, man hat sich nämlich mit dem Investor darauf geeinigt, dass es 50% Wohnen und 50% Gewerbe geben soll. Und dazu gibt es jetzt einen Architektenwettbewerb. Das, was da jetzt passiert an Beteiligung, das ist doch mal ein bisschen mehr als bloße Fassadenbeteiligung. Du scheinst aber das jetzt ein bisschen anders zu sehen mittlerweile. Ne? Guten Abend. Ich würde ganz gerne kurz vorher noch ausholen. Es ist halt so, dass wenn der Investor jetzt sein Geld parken muss und deswegen Wohnung baut, muss er natürlich erstmal gucken, wo kann er die bauen, er kann sie auf Schulgeländen bauen, das ist ein relativ dickes Boot, er kann auch probieren, so wie vorgestern Nacht im Schulterblatt irgendwas warm abzureißen, um dort Neues entstehen zu lassen. Aber viel einfacher sind die Gewerbegebiete. Die Gewerbegebiete in dieser Stadt sind beackert, sage ich jetzt mal, von uns, Leuten, die dort arbeiten, ihre Läden haben, in den Hinterhöfen und zur Arbeit gehen. Gewerbeverträge sind in der Regel oder ausnahmslos auf 3 Monate kündbar. Das bedeutet, hey, die Leute kriegt man ganz schnell da raus, weil im Raum ist das ganz, ganz anders. In meinem Fall war es 2010 so, dass mir zwischen Weihnachten und Neujahr nach 15 Jahren zum 31.03. gekündigt wurde. So, war eine soziale Verantwortlichkeit, ich habe 4 Angestellte,
Da heißt es dann, Chef, wo gehen wir jetzt hin? Und dann sagst du, weiß ich nicht, keine Ahnung, wo soll ich hingehen? Ich klappe jetzt hier nicht mal kurz den Laptop zu und ziehe ins nächste Starbucks, das du im GS-Empfang hast, und klappe den da wieder auf. Das ist ein Werkstattbetrieb, das funktioniert nicht. So. Heute steht in der Stadt wieder das schöne neue Fernsehstudio von Markus Lanz und viele Eigentumswohnungen. Hip hip hurra, das hätte auch nicht in Hashtag-Würzburg stattfinden können, das muss ja hier sein. Gut. Ich habe keine andere Chance gesehen. Das Einzige, was derzeit vakant war, war das ehemalige Produktionsgelände der Goldschmidt, was zu dem Zeitpunkt zur Vermietung offen stand. Dort haben sich jetzt mittlerweile 26 Gewerbebetriebe angesiedelt mit ungefähr 120 Personen, die dort arbeiten. Ihre Ausbildungsplätze haben und den Inhalt. Wir sind alle nicht da, weil das unsere erste Wahl war, sondern weil wir keine andere Chance mehr hatten. Wir haben den Stadtteil gesucht und nichts gefunden. Sind dort Betriebe, die von Hinterhöfen weg mussten, die abgerissen wurden, wo die Miete verdoppelt wurde, die haben sich dort eingefunden und ist sozusagen so der letzte Auffangort für das störende, imitierende Gewerbe. Also wir reden von Tischlereien, von Werkstätten, vom Tonstudio, vom Proberaum. Wir haben dort eine sehr unterschiedliche Nutzung. Der Altonaer Mix, der bunte Altonaer Mix des Gewerbetreibenden macht sich dort, manifestiert sich dort. Wir haben die Kurzfilmagentur Hamburg, die dort mietet. Wir haben Tonstudios, Busreiseunternehmen. Ganz bunte Nutzung, die dort drin sind. Auch Startups, Coworking Spaces, die dort Fuß fassen wollen. Wie gesagt, der Grund ist, dass wir da sind. Es gab nichts anderes. So, als man das gesehen hat, hat man natürlich relativ schnell gesehen, gut, wir sitzen hier in einem Boot. Wir haben alle dasselbe Anliegen und dasselbe Problem. Und die Mietverträge laufen alle nur auf 3 Jahre. Und sie enden jetzt in 6 Wochen. Da hat sich bis jetzt auch noch nichts geändert, obwohl uns mündlich zugesagt wurde, dass das verlängert wird. Aber anderes Thema. Jetzt kommen wir mal zu dem Beteiligungsverfahren. Wir haben dann daraufhin den Kolbenhof e.V. gegründet. Der Verein setzt sich satzungsgemäß dafür ein, dass das Areal im Kolbenschmidt für gewerbliche Nutzung erhalten bleibt. Aber, wie auch hier an anderer Stelle, ist es halt so, es gehört nicht der Stadt, sondern es gehört einem privaten Investor bzw. einem Besitzer. Das sind in dem Fall die Rheinmetall. Das ist eine der größten Rüstungskonzerne Deutschlands. Die bauen die Kanone für den Leopard 2. Schon mal gesehen, vielleicht den Panzer, der sehr schnell fahren kann. Die produzieren dort seit 100 Jahren Bomben, Motoren, Kanonen, all diese Dinge. Das ist jetzt vorbei, Gott sei Dank, vielleicht auch. Und wir sind dort jetzt in unseren Werkstätten drin und haben dort, sage ich mal, erstmal die Unterstützung gefunden. Aber natürlich ist der Investor auch hier nur sein Aktionär verantwortlich und möchte natürlich die Maximalrendite generieren und wie sieht die aus? Na klar, möglichst viele teure Wohnungen bauen. Da wir relativ schnell mit dem Verein viel PR gemacht haben, immer auf Altonale waren, wir haben Sommerfeste veranstaltet, Flohmärkte, all diese Dinge, um die Bevölkerung reinzuholen, zu zeigen, wer sind wir, was machen wir hier, warum wollen wir eben auch diese Räume erhalten, warum brauchen wir Mieten von 4, 5 Euro den Quadratmeter für Gewerbe eben, weil wir uns nichts anderes leisten können. Wir sind Gewerke, wir brauchen Platz, wir brauchen Fläche und nur so funktionieren wir. Das liegt nicht daran, dass wir unsere Steuern nicht zahlen können oder irgendwelche Freaks sind. Wir arbeiten nur, aber wir können nur so arbeiten. So, und wir sind auch Teil der lokalen Ökonomie. Das bedeutet, wir sind hier für unsere Stunden Kunden im Stadtteil, die ihr Auto auch nicht nach Hausbruch bringen möchten, unsere Barriere zu haben oder ein Stück von der Tischplatte abgesägt zu bekommen und dafür nach Wöllingstedt fahren müssen. So, das war immer so. Wohnen und Arbeiten ging in Altona immer sehr gut zusammen in den letzten 100 Jahren. Das scheint ja jetzt nicht mehr so zu sein. In der Hafen-City wird sich auch schon so schwer, dass der Hafenlärm so laut ist. Aber dass man da ja nicht einzieht, man kann Hamburger Berg einziehen und dann Ex-Sparen sich beschweren, dass es nachts so laut Musik läuft. Klar, nur letzten Endes war das nie abwehrend, aber neuerdings ist es das wohl. Der Eigentümer hat daraufhin, weil ja ein relativ effizientes Mittel für die Genehmigung solcher Verfahren, ja Bürgerbeteiligung, Mediationsverfahren letzter Zeit sich rausgefunden hat, auch in unserem Fall eine solche gläserne Werkstatt eingerichtet, wo jetzt alles ganz toll beteiligen können. Das Beteiligungsverfahren ist also nicht so wie bei euch oder Jahre, sondern bei uns ist das im Attacke-Hauruck-Verfahren das durchgezogen. Also das hat im September begonnen und endet am 19. Dezember auch noch zumindest mit der Kürung des Gewinners dieser Planung. Es sind 10 Architekturbüros, die dort eingeladen wurden, ihre Entwürfe fest vorzustellen. Wobei man sich natürlich fragt, gut, hat einer von denen jetzt den Gral der Weisen gefunden oder gibt es nicht vielleicht noch 10 Ideen oder 20 oder vielleicht auch 50, aber es sind halt jetzt 10. Also wir durften uns jetzt dann an dieser gläsernen Werkstatt beteiligen. Es sah dann so aus, dass man 3 gute Punkte hatte.
dann gab es vorne diese Pläne, da ging man halt durch, durfte sich mit den Architekten unterhalten und zum Schluss durfte man sein Grünbuch aufkleben, auf einen Lieblingsentwurf. Das wurde dann fotografiert von oben und dann konnte man sehen, also alle Bürger, die dort waren, das war wirklich voll, muss man wirklich sagen. Also wir haben jetzt bei Facebook die 1300 Likes geknackt und haben 30.000 Leute im Einzugsbereich. Wir haben eine super Homepage, wir sind super vernetzt im Stadtteil, wir haben viele Fans. Und wir haben natürlich auch gesagt, hey, kommt und beteiligt euch. Denn wenn nicht unsere Kunden kommen und sagen, ja, na klar, das finden wir gut, 50% Gewerbe soll gehalten bleiben und nicht alles abgerissen und Büros gebaut, dann ist es natürlich auch in unserem Sinne. Also haben wir zur Beteiligung aufgerufen und das war, wie gesagt, in dem Augenblick, wo ich gesagt habe, hey, die machen erstmal alles richtig, so, und dann spielen wir das jetzt natürlich schön mit, das Spiel. Die haben natürlich auch einen eigenen Entwurf gehabt und den wollten wir auch vorstellen. Wir haben ein Architekturbüro beauftragt, der das Ganze komplett als Gewerbe durchgerechnet hat, wo also nicht eine Wohnung gebaut wird. Sowas soll es ja auch geben, dass nicht nur gewohnt, sondern auch gearbeitet wird. So. Und das wurde also mit Händen und Füßen abgewehrt, das dürfen wir nicht und so weiter und so fort. Das wäre ein behördlich und mit bezüglich abgestimmtes Verfahren, das dürfte jetzt nicht gestört werden. Woraufhin ich dann der guten Frau von der Rheinmetall sagte, wenn Sie mal Zeit von Transparenz und diesen Dingen, finde ich das nicht schlecht, wenn wir da vorne mal einen Laptop aufklappen und irgendwas zeigen können, weil das ging dann gar nicht. Ich wollte dann eigentlich noch mich mit einem Zelt vor die Tür stellen und das Datum zeigen. Und ich dachte, na komm, ich nehme lieber meine drei grünen Punkte, gehe jetzt rein und dann klebe ich das auf. So. Also letzten Endes wurde das Ganze von oben fotografiert, wir hatten dann 10 Entwürfe und dann konnte man diese Ansammlung von Ameisen, diese ganzen grünen Punkte, die also auf diesem Entwurf dieser Holländer drauf waren, und die haben halt 50% also das hintere Teil komplett erhalten, haben mit Bestandsgebäuden gearbeitet und da reden wir halt immer von dieser Bezahlbarkeit. Ne? Wenn wir über Neubauen reden, reden wir über 8, 9, 9 Quadratmeter, das bedeutet, wir sind raus. So. Wenn die sagen, okay, wir halten den Bestand, dann heißt es, okay, 3,50 Euro, 4,50 Euro, das wäre realistisch für uns. Natürlich haben sich das dann eben auch viele gewünscht. So. Die nächsten drei, die also weitergekommen sind jetzt vor 14 Tagen, sind also unter anderem zwei, die kaum Punkte hatten. Und sich fragt, warum. Aber es ist ja die Jury, die das entscheidet. Die Jury ist ja auch viel sachverständiger als wir. Und das ist ja auch gut so, weil wir... In der Broschüre steht dann bestimmt, gibt es bestimmt Bilder, wie er alle grüne Punkte darauf klebt. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, dann werden wir alle dort ausziehen müssen. Hinzu kommt noch, dass uns mündlich Mitte des Jahres zugesagt wurde, dass wir, solange das konvertiert wird, weiter zwischennutzen können. Daraufhin haben sich alle Mieter natürlich zurückgelehnt und gesagt, hey, super, 2014 können wir auf jeden Fall noch bleiben. Ja, jetzt vor 14 Tagen ist es dann, ja, also... Verträge, das heißt, können wir so nicht unterschreiben, weil die Nutzungsänderungsanträge sind ja nicht gestellt für die Werkstätten und das muss jetzt noch passieren. Und ja, also ist natürlich auch klar, dass jetzt 120 Leute und 26 Betriebe dort nicht ausziehen können im Januar. Deswegen haben wir im schlimmsten Fall die erste gewerbliche Besetzung der Stadt im Januar, wo Miete gezahlt wird und Arbeitsplätze. Danke Tobi für die vorherige Rede aufs Kleingewerbe, die Werkstatt, das Arbeiten in der Stadt. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, diesem ersten Teil. Es geht um evozierte Bürgerbegehren. Vielleicht wissen einige im Saal noch gar nicht, dass man sowas machen kann, evozieren. Das Wort kannte ich eigentlich auch bis vor 4 Jahren nicht. Aber dann sollte ich hier in den Stadtteil kommen und dann erfuhr ich, was eine Evozierung ist. Und Marianne ist auch Opfer einer Evozierung gewesen und kann es das vielleicht am besten selber erklären. Ja, ich erzähle dann mal was zu der versuchten Bürgerbeteiligung dieser anderen Art. Ich bin also gehörte den Kleingärtnerinnen in Ortensinn und pflege einen von diesen 100 Jahre alten Kleingärten. Wir haben 2008 ein Bürgerbegehren gestartet zum Erhalt aller Kleingärten in Alschna und der planrechtlichen Sicherung. Der Hintergrund ist, dass wir... Der Hintergrund dazu, die A7 wird verbreitert um 4 bis 6 Spuren und der gesetzlich dafür vorgesehene Lärmschutz muss vom Bund finanziert werden. Hamburg hat sich nun überlegt, dass sie den geplanten Autobahndeckel, den der Bund finanziert, verlängert, aus Gründen der Stadtreparatur, so nennt man das,
Und um diese Verlängerung des Autobahndeckes zu finanzieren, plant der Senat 35 Hektar Grundflächen im Bezirk Altenland zu verkaufen. Diese Grundflächen bestehen aus ca. 560 Zahngärten, aus Sportanlagen und aus Parks. Ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter, 35 Hektar sind ungefähr 50 Fußballfelder FIFA-Größe. Nur mal so vorstellen. Unser Bürgerbegehren war nach kurzer Zeit erfolgreich. Wir brauchten im Bezirk etwa 6.000 Unterschriften, das heißt gültige Unterschriften von wahlberechtigten, in Altena gemeldeten Bürgern und Bürgerinnen. Du musst gerade das Mikrofon nicht vergessen. Du musst ihm das Mikrofon Also wir brauchen für ein erfolgreiches Bürgerbegehren brauchen wir knapp 6.000 Unterschriften. Und wir haben innerhalb von kürzester Zeit im November 2008 über 9.000 Unterschriften gesammelt. Und das Bürgerbegehren angemeldet. Das Bürgerbegehren wurde als erfolgreich angenommen vom Bezirksamt und im März, also zwei Monate später, wurde unser Bürgerbegehren von der damals grünen Senatorin Anja Heidung evoziert, heißt, die das Problem oder die betroffenen Flächen, um die es geht, und über die bisher der Bezirk die Planungshoheit hat, wird unter den Senat gestellt, den Bezirk wird der Zugriff auf diese Flächen entzogen. Wir haben danach noch ein Vermittlungsgespräch gehabt mit dem Bezirksamt, wo uns gesagt wurde, wir könnten ja einen darüber hinausgehenden Bürgerentscheid, das wäre also die nächste Stufe nach einem Bürgerbegehren, für die verbliebenen Kleingärten in Altena machen. Aber es wurde uns gleichzeitig signalisiert, auch wenn wir das tun und sogar wenn die Bezirksversammlung unserem Bürgerbegehren zustimmen würde, würden die entsprechenden Fachbehörden ihr Veto einlegen und unser sowohl Bürgerbegehren als auch Bürgerbescheid ins Leere bringen. Und da haben wir es endlich kapiert, der Bürgerwille und Bürgerbeteiligung ist nicht erwünscht. Diese Erfahrung haben wir mit etlichen anderen Initiativen gemeinsam gemacht, wobei die Tricks oder Strategien, wie solche Bürgerbegehren ausgehebelt werden, ganz unterschiedlich sind. Die Kollegen zum Beispiel aus Barmbek, also unsere Kleingärtner-Kollegen aus Barmbek, deren Bürgerbegehren wurde, nachdem sie erfolgreiche 10.000 Unterschriften gesammelt haben, nicht angenommen, weil der Text des Bürgerbegehrens als nicht zulässig erklärt wurde. Es gibt andere Beispiele vom Buchenhofwald, auch ein erfolgreiches Bürgerbegehren. Es gibt das bekannte Beispiel Bismarckbad bis zum Volksbegehren Landeskrankenhäuser. Vielen Dank. Also es gibt in Hamburg jede Menge Beispiele von evozierten Bürgerbegehren und dadurch sozusagen wenn man so will, die Demokratie auf lokaler Ebene dadurch ausgehebelt wurde, was der Senat gesagt hat, dann machen wir das, erklären das für nur und nichtig und reißen das an uns. IKEA wurde nicht demontiert, das mag traurig sein, weil es nicht in die Linie passt, aber soweit ich weiß, wurde bei IKEA anders gechillt. Wunderbar, da sind wir jetzt zum Teil Nachfragen und Korrekturen, inhaltliche Korrekturen schon angelangt. Das will ich jetzt ganz kurz halten. Ich würde sagen, wenn keiner was hat, machen wir weiter. Ansonsten würde ich sagen, machen wir 5 Minuten. Wenn es hier noch dringende Ergänzungen oder inhaltliche Nachfragen zu denen ich gehört habe, gibt es nicht. Wunderbar.
Dann sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir uns die Frage stellen, was folgt denn daraus? All dem, was wir gerade gehört haben, es ist ja sehr kleinteilig zum Teil, es ist ja sehr schön, dass sich diese vielen unterschiedlichen Initiativen zusammengefunden haben, um gemeinsam das Manifest zu verfassen, was eine Menge Forderungen stellt. Aber wie geht es jetzt weiter? Eine Konsequenz, die die Gruppe, die das Manifest verfasst hat, ziehen möchte, ist selbst die Bürgerbegehren die Wege zu leiten. Und dieses Bürgerbegehren mit Robert Jauwey jetzt vorstellen, Fraktionsvorsitzender der Linken Altona, Kriminalautor und Käsehändler. Ja, das ist aber alles nicht unwichtig. Wichtig ist, dass ich der Bürgerinitiative fürs Bismarckbad als Vertrauensmann tätig war, auch mit dem Bürgerentscheid. Und da muss ich was dazu sagen. Also ich wohne seit 1980 in Ottensen, habe das jede Woche irgendwie genutzt, das Bad, und erfuhr dann 2002 aus der Presse, dass also das Bad einfach abgerissen werden sollte. Und war natürlich entsetzt. Spontan haben wir uns mit allen möglichen Leuten aus dem Viertel hier zusammengefunden und eine Initiative gebildet, und dann haben wir festgestellt, dass, also wir hatten eigentlich angenommen, das ist ja ein öffentliches Bad und dass der Bezirk auch irgendwas zu sagen hat in Bezug auf die Verfügungsgewalt darüber. Abgesehen mal davon, dass die Parteien, die damals in der Bezirksversammlung waren, ausnahmslos das gut hießen, dass das Bad abgerissen wird und dort da der Pool jetzt Konrad und was weiß ich alles gebaut worden ist. Stellten wir aber auch fest, dass der Bezirk auch überhaupt keine Entscheidungsgewalt dazu hat, sondern dass das alles, also dass auf Senatsebene praktisch entschieden wird, dass die Finanzbehörde über die Fläche entscheidet, wie es mit allen öffentlichen Sachen ist und Flächen ist und das und Immobilien auch, und dass der Bezirk eigentlich höchstens ein empfehlendes Recht hat. Das hat uns erstmal sehr entsetzt. Dann haben wir, nachdem wir das juristisch haben prüfen lassen, haben wir in der Initiative, haben wir dann festgestellt, also man kann so ein Bürgerbegehren machen. Das war damals noch relativ neu und wir wussten auch nicht so ganz genau, wie das funktioniert. Da wurde uns dann von kundigen Anwälten gesagt, ja, also ihr müsst zusehen, dass ein Bebauungsplan aufgestellt wird für das Bad, in dem das Bad als Bad festgeschrieben wird. Also nicht, dass was anderes gebaut wird, auch ein Bebauungsplan dient auch dazu, etwas zu erhalten, kann er zumindest. Und dann haben wir also den Text so entsprechend formuliert, sind Sie dafür, dass ein Bebauungsplan aufgestellt wird zur Sicherung des Standortes Bismarckbad und seines Erhalts. Ja, dachten, dann können wir damit vielleicht doch irgendwie noch einen gewissen Einfluss nehmen. Dann ist dies also erfolgreich gewesen, die 6.000 Unterschriften. Dann hat aber die Bezirksversammlung gesagt, nein, also damit sind wir überhaupt nicht einverstanden. Und es kam zu dem Bürgerentscheid, wo also alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger Altonas gewählt haben. Und da haben 80% von Rissen bis zur Sternschanze sich dafür ausgesprochen, dass das Bad erhalten werden soll und dieser Bebauungsplan entsprechend aufgestellt werden soll. Und dann haben wir was Neues, Weiteres kennengelernt, was wir auch vorher nicht kannten, nämlich die Einheitsgemeinde. Das war auch etwas, was ich damals zum ersten Mal gehört habe, dass Hamburg nämlich eine Einheitsgemeinde ist. 1938, als die Nazis Altona, Wandsbek und Harburg in Hamburg eingemeindet haben, haben sie eine zentralistische Struktur geschaffen. Das heißt, dass die kommunale Selbstverwaltung auf die Stadt Hamburg übertragen wurde und die Bezirke lediglich ein gewisses Mitspracheempfehlungsrecht haben, aber nichts entscheiden können. Das wusste eigentlich von uns in unserer Initiative damals keiner, dass das eigentlich so sowas überhaupt gibt. Nee, auch nicht mal das Wort kannten wir überhaupt, genauso wenig wie das Wort Evokation oder Evozieren. Das waren alles Neuland und wir waren eigentlich ziemlich entsetzt, dass das alles sich so darstellte. Denn diese Einheitsgemeinde bedeutet, dass wohl die Bebauungspläne eine der wenigen Funktionen sind, wo die Bezirke tatsächlich eigentlich was entscheiden können, müssen sie immer, wenn ein Bebauungsplan eingeleitet wird, vorher eine sogenannte Grobabstimmung mit der Fachbehörde, also der BSU, der Bau- und Umweltbehörde, machen. Und das ist dann auch so gewesen, aufgrund des Bürgerentscheides mit seinen 80% ist der damalige Leiter der Stadt- und Landschaftsplanung Altona, hat er irgendwie auf den Zettel gemalt, Erhalt des Bades, ist zur BSU gegangen und die haben gesagt, nee, ist nicht.
tschüss, kannst wieder nach Hause gehen. Dann kam er wieder nach Altona und grinste dumm und sagte, ja, uns sind die Hände gebunden, wir haben eine Einheitsgemeinde. Und da wird entschieden vom Senat und seinen Fachbehörden, was hier laufen wird oder nicht laufen wird. Und damit war dieses ganze 80-prozentige, dieser ganze 80-prozentige Bürgerentscheid zunichte gemacht. Da war, das war glaube ich das erste hier in Altona, mit dem so umgegangen wurde, das mit den Apfelbäumen, also den Kleingärtnern und so und Buchenhochwald und so, diese Geschichte, die kam erst später. Da wurde uns irgendwie klar, das ist ein Zustand, der unerträglich ist, dass also der Bezirk nicht entscheiden kann über die Immobilien, über die also Gebäude, die da drauf sind, dass er auch noch nicht mal wirklich entscheiden kann, Bebauungspläne aufzustellen und also den Erhalt von sozialen Einrichtungen wie diesen Schwimmbad oder zum Beispiel, was Wolfgang vorhin sagte, also Schulen, Grünflächen und dergleichen mehr, dass das alles Sachen sind, wo der Bezirk sagen kann, ja, hätten wir gern, aber wenn der Senat mit seinen Fachbehörden sagt, nö, dann ist es eben darum geschehen. So, und das hat uns auf die Idee gebracht, nachzuforschen, wie man vielleicht diese unselige Einheitsgemeindenstruktur verändern könnte, ob man sie überhaupt verändern kann. Und das ist so, wie sich herausstellte, ein, das in der Hamburger Verfassung festgeschrieben ist. Merkwürdigerweise ist es so, dass die 1938 die Nazis das also aufgenommen haben und in der Hamburger Verfassung, die 1949 beschlossen worden ist, ist es nicht geändert worden. Es ist eins zu eins so übernommen worden, so wie das 1938 man sich das ausgedacht hatte und steht nun so da. Und das heißt, es ist in der Hamburger Verfassung verankert und es müsste eine Verfassungsänderung stattfinden, um diese Situation zu verändern. Und dazu möchte ich jetzt gerne an Gregor Hackmark vom dem Geschäftsführer von der Demokratie, der sich mit diesen Sachen besser auskennt. Denn wie gesagt, wir haben das alles erst seit in unseligen Erfahrungen seit 2002, 2004 mussten wir diese ganzen Geschichten überhaupt erstmal zur Kenntnis nehmen. Und langsam kennen wir uns ein bisschen damit aus, aber wir haben uns dann auch eben zunehmend immer von der Demokratie beraten lassen und um vielleicht nicht jedes Mal ganz so auf die Nase zu fallen. Ja, gut, also mein Name ist Gregor Hartmann, ich bin Mitglied im Landesvorstand von der Demokratie im Geschäftsführer Hammelzer, gar nicht, sondern wir sind ein ganz kleiner Verein. Wir haben in dieser Stadt schon einiges verändert zum Guten hin, im Sinne von, es gab hier mal in Hamburg den Volksentscheid, den du schon erwähnt hattest, zu dem Verkauf der Landeskrankenhäuser, der dann rückgängig gemacht wurde vom Beuß-Senat. Es gab einen Volksentscheid zum neuen Wahlrecht, den wir angestoßen haben 2004, der wurde auch rückgängig gemacht. Und daraufhin haben wir einen Volksentscheid gestartet und uns letztlich dann auch geeinigt mit der schwarz-grünen Regierung und der gesamten Bürgerschaft auf die Verbindlichkeit von Volksentscheiden in dieser Stadt. Das heißt, zumindest auf Landesebene sind wir jetzt soweit das erste Bundesland in Deutschland, wo man landesweite Volksentscheide nicht mehr so einfach kippen kann. Also das ist schon mal ein ganz großer Fortschritt. Das gilt allerdings nicht, wie Robert richtig gesagt hat, für die Bürgerentscheide auf Bezirksebene. Und es ist tatsächlich so, dass Hamburg Kommune und Land in einem ist. Das heißt, unser Kommunalparlament ist nicht die Bezirksversammlung Altona, sondern unser Kommunalparlament ist die hamburgische Bürgerschaft. Das heißt, wenn man einen Volksentscheid machen wollte oder einen Bürgerentscheid, dann müsste man ihn landesweit machen. Das ist natürlich völlig unsinnig. Also was interessiert die Leute in Wandsbek, die immer, ob hier in Bismarck mal geschlossen werden soll oder nicht. Und insofern müssen wir halt darüber nachdenken, ob wir aus der Einheitsgemeinde, also auch aus dem Bundesland Hamburg, nicht wieder eine kommunale Selbstverwaltung machen, das heißt eine zweite Verwaltungsstufe einziehen. Das klingt jetzt irgendwie komplizierter, als es ist, aber im Prinzip würde es bedeuten, dass die Bezirke in Hamburg echte kommunale Selbstverwaltung bekommen und damit auch eine abschließende Kompetenz, ihre Angelegenheiten selbst zu entscheiden. Und dazu müsste man in Hamburg tatsächlich die Verfassung ändern, denn in Artikel 4 der Hamburgischen Verfassung heißt es, Hamburg ist eine Einheitsgemeinde und daraus leitet sich ab, die Bezirksversammlungen sind reine Verwaltungsausschüsse
Das heißt, die haben eine beratende Mitwirkungstätigkeit oder eine beratende Funktion, aber keine abschließende Kompetenz. Was kann man dagegen machen? Ja, man kann die Verfassung ändern. Das ist ein langwieriges Verfahren. Die kann man auch per Volksentscheid ändern. Das Spannende ist immer, dass Hamburgs Politiker und Politikerinnen sind immer dafür, die Einheitsgemeinde aufzuheben, wenn sie selbst in der Bezirksversammlung sitzen. Und in dem Moment, wo sie in die Bürgerschaft kommen, sind sie eigentlich dagegen, die Einheitsgemeinde aufzuheben. Das heißt, wenn sie Bezirksversammlungsabgeordnete fragen, sind sie dafür. Und wenn sie die Bürgerschaftsabgeordnete fragen, sind sie dagegen, weil es kann ja mal sein, vielleicht soll man doch das ein oder andere Weg, denke ich mal. Übrigens reicht diese Kompetenz von der Stadt Hamburg bis zum Gullideckel. Also wenn man die Beschriftung eines Gullideckels in Altona ändern wollte, könnte man genau diese Angelegenheit an sich ziehen. Das ist ein gesamtstädtisches Interesse, das muss der Senat entscheiden. Da hat das der Bezirk ja nichts mehr zu sagen. Verfassungsänderungen sind möglich, auch per Volksentscheid. Wir haben in den letzten Jahren es geschafft, die Hürden dafür abzusenken. Das war vor 5 Jahren mal so der Fall, dass man nicht nur 2/3 Mehrheit bekommen musste im Volksentscheid, sondern man musste auch die Zustimmung von 50% aller Wahlberechtigten bekommen. Bei Wahlbeteiligung von knapp 70% bei der Bundestagswahl oder 65% bei der Bürgerschaftswahl, das ist total schwierig, sozusagen 50% der Wahlberechtigten zur Zustimmung zu bewegen. Das ist jetzt anders. Verfassungsänderungen sind möglich mit einer 2/3 Mehrheit, müssen allerdings zwingend am Tag einer Bundestags- oder Bürgerschaftswahl stattfinden. Und diese 2/3 Mehrheit muss auch gleichzeitig der 2/3 Mehrheit, und jetzt wird es kompliziert, der mandatsrelevanten Stimmen bei der parallel stattfindenden Wahl entsprechen. Was? Soll ich das verstehen? Also das heißt, diese 2/3 Mehrheit bezieht sich nicht nur auf die Leute, bezieht sich nicht darauf, wer an der parallel stattfindenden Wahl teilgenommen hat, sondern nur auf die Stimmen derer, die eine Partei gewählt haben, die über 5% bekommen ist. Also das heißt, es wird damit leichter. Bei der letzten Bundestagswahl beispielsweise sind 14% oder 15% der Stimmen unter den Tisch gefallen. Ne, AfD, FDP, Piraten und noch mal kleinere Parteien. Die werden nicht im Bundestag repräsentiert. Und das, was übrig bleibt, davon hätte man 2/3 schaffen müssen, um die Verfassungsänderung durchzubringen. Also das heißt, es ist tatsächlich möglich geworden. So, wann ist die nächste Möglichkeit einer Verfassungsänderung? Die ist erst 2017 zur nächsten Bundestagswahl, weil ein Volksentscheid 2 Jahre lang Vorlauf braucht. Die nächste Bürgerschaftswahl wäre Februar 2015, das schafft man nicht mehr, wenn man jetzt anfängt, aber 2017 könnte man so eine Verfassungsänderung tatsächlich vornehmen. Das Problem, was wir bei mehr Demokratie haben, und wir beschäftigen uns mit dem Thema schon seit 4 oder 5 Jahren, ist, dass es unheimlich schwierig ist, nicht die Verfassung zu ändern. Das ist möglich und einfach. Man müsste eigentlich nur diesen Satz, Hamburg ist eine Einheitsgemeinde, rausstreichen. Dann gilt Artikel 28 Grundgesetz nach der kommunalen Selbstverwaltung. Sondern man muss parallel noch, und dann wird es kompliziert, eine Kommunalverfassung aufstellen. Und diese Kommunalverfassung würde dann genau festlegen, wie Hamburg, in welche Gemeinden Hamburg unterteilt würde. Das heißt, bleibt man bei den Bezirken, geht man auf Stadtteilebene, dann wird es natürlich sehr emotional, wo fängt man an, wo hört man auf. Dann kommt das ganze Thema, sollen die Bezirke alle sozusagen einen eigenen Bürgermeister bekommen oder Bürgermeisterin, sollen die ein eigenes Budget bekommen, sollen die einen eigenen Stadtrat, hat man dann Doppelstrukturen, hat man dann mehrere Bauämter und so weiter und so fort. Und das ist nicht ganz einfach, aber wir sind da auf jeden Fall weiterhin offen und bei uns gibt es ganz viele Mitglieder, die darauf Lust haben, sich damit zu beschäftigen und sowas vorzubereiten. Wir müssten spätestens im Jahr 2015 eine entsprechende Kommunalverfassung und einen Gesetzentwurf vorlegen. Momentan sind wir erstmal damit beschäftigt, sozusagen die nächste Demokratieeinschränkung in Hamburg abzuwehren. Der Senat und CDU, SPD und Grüne wollen am Mittwoch, das heißt übermorgen, eine Verfassungsänderung beschließen. Also wenn das die andere Seite will, dann ist es ganz schnell eine Verfassungsänderung. Nachdem die 3%-Hürde auf Bezirksebene wieder eingeführt wird. Obwohl die gerade vom Hamburgischen Verfassungsgericht aufgehoben wurde und als verfassungswidrig eingestuft wird, sagt jetzt CDU, SPD, Grüne, na, kein Problem, wenn es verfassungswidrig ist, dann ändern die halt die Verfassung. Das ist schon hart, weil mit Hinblick auf die nächste Bezirksversammlungswahlen, die am 25. Mai nächsten Jahres stattfinden, will man sich natürlich den politischen Gegner, die kleineren Parteien vom Leibe halten, die sollen nicht in die Bezirksversammlung einführen, und deswegen ändert man schnell noch die Verfassung in Hamburg, um hier eine Sperrklausel einzuführen. In keinem anderen Bundesland gibt es auf kommunaler Ebene eine Sperrklausel. Überall abgeschafft worden.
außer in Berlin. Wir haben jetzt auch gerade die Verfassungsänderung wieder eingeführt, weil die eben auch dieses Land gehen kann. Also dazu seid ihr auch herzlich eingeladen, Mittwoch 19 Uhr bei uns, Linie 12. Da schmieden wir ein Bündnis, um diese Verfassungsänderung abzuwehren. Das Gute ist, es gibt diese Möglichkeit, einen Volksentscheid dagegen einzuleiten, mit vereinfachten Verfahren. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich in den nächsten 3 Monaten 30.000 Unterschriften dagegen sammeln. Und dann würde am Tag der nächsten Bürgerschaftswahl über diese vorgeschlagene Verfassungsänderung abgestimmt. Mit der Wirkung, dass es keine 3%-Klausel zum nächsten Zusammenzwang gäbe. Aber das ist ein großes Auseinandersetzen. Das heißt, ihr seht, der Senat hält uns echt auf Trab. Sodass wir zu den ganz wichtigen Sachen, die Verbindlichkeit des Bürgerentscheids, die übrigens durch ein Volksentscheid erst eingeführt wurde 1998, woraus sich mehr Demokratie gegründet hat, dass diese Verbindlichkeit momentan noch in weiter Ferne ist. Aber man kann nicht früh genug daran arbeiten und deswegen unterstützen wir natürlich auch ein Bürgerbegehren auf Bezirksebene, wo zumindest gesagt wird, der Bezirk Altona ist für diese Verbindlichkeit. Und daraus ein Meinungsausdruck manifestieren würde, dass das auch andere Bezirke, die, wie wir ja wissen, ähnliche Erfahrungen mit Evokationen und dergleichen, die ganze Problemstellung ist bei denen ja nicht anders als bei uns, dass also die dadurch vielleicht ermutigt werden würden und sich daraus eine Bewegung entstehen könnte, die dann sagt, so, jetzt machen wir gemeinsam überall so ein Volksbegehren, Volksinitiative, dann Volksbegehren, dann Volksentscheid, um das herbeizuführen. Das können wir natürlich nicht allein hier von Altona aus initiieren. Aber wenn wir in Altona eine Vorlage machen würden, und ich glaube, Altona ist wahrscheinlich der Bezirk, wo es am ehesten klappen könnte, dann würde das sicherlich eine Signalwirkung haben. Mehr ist es nicht. Und außerdem, und das muss ich auch sagen, wir haben das beim Rechtsamt hier in Altona vom Bezirksamt vorprüfen lassen, dieses Bürgerbegehren, was wir euch jetzt auch gleich präsentieren werden. Und uns wurde gesagt, naja, es kann erst mit endgültiger Prüfung erfolgen, wenn es sozusagen gestartet ist, aber es sei durchaus nicht auszuschließen, dass das praktisch auch evoziert wird, sozusagen im Vorwege, und gesagt wird, nein, das ist keine bezirkliche Sache, da darf der Bezirk sich überhaupt nicht drum kümmern, um solche Sachen, nämlich seine eigenen Rechte, obwohl es an sich absolut widersinnig wäre, weil der Bezirk, also sowohl die Bezirksversammlung als auch ein Bürgerbegehren, darf zu allem eine Stellung beziehen, die bezirkliche Belange betrifft. Und es ist natürlich ein ureigenster bezirklicher Belang, seine Belange selber in gewissermaßen steuern zu können. Aber es kann uns auch passieren, die Illusion kann man leider nicht rauben, dass die trotzdem sagen, nee, wir sehen das nicht als eure Sache an, es geht euch überhaupt nichts an, ob ihr was ihr für Selbstbestimmungsrechte in eurem Bezirk habt, das entscheiden wir nur auf Hamburg-Ebene. Das ist aber eine Sache, die also vom Altonaer Rechtsamt wurde, dass unser Anliegen wohlwollend geprüft und auch nicht unvernünftig gehalten, wenn ich es mal so formulieren darf. Aber wir wurden darauf hingewiesen, dass das trotz allem passieren kann, dass der Senat das praktisch wegtritt. Also diese Initiative, die wir jetzt heute Abend hier starten wollen, hat erstens nur empfehlenden, sozusagen symbolischen Charakter, und zweitens kann sie auch trotzdem noch uns weggetreten werden. Aber wir sind vielleicht so vermessen oder tollkühn oder so, dass wir das machen wollen. Und wir brauchen dazu diese 6.000 geprüften Unterschriften von Leuten, die in Altona wahlberechtigt sind. Und wenn die dann geprüft sind, dann würde die Bezirksversammlung sich damit auseinandersetzen müssen. Und wenn das alles bis März, sagen wir mal, mit den Unterschriften über die Bühne ginge, dann könnte doch mit der Bezirkswahl, mit der Europawahl, die ja gleichzeitig die Bezirkswahl ist, und das am 25. Mai, könnte dann ein Bürgerentscheid in Altona dazu durchgeführt werden. Das wäre so vom zeitlichen Rahmen her möglich. So. Wunderbar. Ich habe richtig verstanden, dass wir erst ab morgen unterschreiben können eigentlich, aber vielleicht sagen dazu die Vertrauensleute des Bürgerbegehrens kurz was. Das sind Andrea, Johannes und Marianne, vielleicht möglichst kurz erheben. Johannes ist da hinten, wir waren hinter der Kamera bisher.
Möchte ich mal noch was dazu sagen? Was steht eigentlich in diesem Text drin und ab wann kann man unterschreiben? Also ich habe den Text noch nicht auswendig. Okay. Also mein Name ist Andrea. Aber ist er doch. Mein Name ist Andrea Benken, ich bin Mitglied im Koordinierungsgremium mit der Altona. Da ist der Text vom Bürgerbegehren. Also letztendlich unser Ziel ist es, mit diesem Bürgerbegehren zu erreichen, dass Bürgerbegehren in Zukunft, in langer Zukunft zugegebenermaßen, dass diese Bürgerbegehren verbindlich werden. Genauso wie es Volksentscheide jetzt schon sind, dass auch in Zukunft, wenn auf Bezirksebene Bürger sich dafür entscheiden, ein Bürgerbegehren einzuleiten, ein Bürgerentscheid, dass auch da der Senat dann verpflichtet ist, sich daran zu halten. Das ist letztendlich das Ziel. Sofort. Bürgerbegehren und Bürgerentscheide verpflichten in Hamburg lediglich die Bezirksämter, dem Senat und seinen Fachbehörden, deren Inhalt als Empfehlungen für Entscheidungen und Gesetzesinitiativen zu geben. Eine Empfehlungsfunktion. Dies ist eine Folge der in Hamburg bestehenden Gesetzgebung, nach der die Bezirksversammlungen, genau die Bürgerentscheide, lediglich eine beratende Funktion haben. Dies wird verwaltungsrechtlich als Einheitsgemeinde bezeichnet, haben wir gerade gehört. In Altona wurden dadurch eine ganze Reihe von erfolgreich zustande gekommenen Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden durch Senatsentscheidungen ausgehebelt bzw. evoziert, haben wir auch gehört. Die Bürgerbegehren zum Erhalt des Bismarckbads, des Buchenhofwaldes und der Altonaer Kleingärten sind noch gut in Erinnerung. Eine weitere Folge der Einheitsgemeinde ist die Planungshoheit des Senats für Bauvorhaben von besonderer gesamtstädtischer Bedeutung, wie zum Beispiel der sogenannten Neuen Mitte in Altona oder IKEA. Das Altonaer Bürgerbegehren, Bürgerwillen verbindlich machen, fordert deshalb Senat und Bürgerschaft auf, die Hamburger Verfassung so zu ändern, dass die Einheitsgemeinde aufgehoben wird. Bürgerentscheide und Beschlüsse der Bezirksversammlung können dadurch verbindlich werden. Jetzt kommt die Frage, die ihr bejaht, wenn das unterschreibt. Sind Sie für verbindliche Bürgerentscheide in den Bezirken? Und unterstützen Sie die Forderung, dass der Bezirk dem Senat und der Bürgerschaft empfiehlt, die dazu notwendigen Gesetze zu beschließen? Mit meiner Unterschrift unterstütze ich das Bürgerbegehren zur Herbeiführung des Bürgerentscheids. Über die oben genannte Fragestellung berechtige diese auf dieser Liste als vertrauenswürdige benannten Person mich dabei zu vertreten. Ich versuche, Sie der Reihe nach dran zu nehmen. Fragen, Bemerkungen. Wir müssen jetzt nicht nur über das Bürgerbegehren diskutieren, können wir aber auch. Wir können auch über andere Fragen diskutieren. Ich bin kein Jurist und es weiß, wie schwierig Sachen sein können. Meine Frage ist schlicht, ob diese, wie war der Ausdruck, diese Gesamtgemeinde oder Einheitsgemeinde. Ja, das ist auch unwichtig, aber das ist eben auch in Verfassungen stehen unverständliche Wörter in vielen Verfassungen, das gehört auch zur Politik dazu. Ob die Erfahrungen mit diesem Missstand in Bremen und Berlin, also in den anderen Bundesstaatstaaten, auch sind oder ob es da bessere Erfahrungen gibt, das ist meine Frage. Es ist gut, die Idee, das zu machen. Aber trotzdem geht es mir auch manchmal so, dass ich bei manchen Bürgern und Bürgerinnen, die bestimmte Dinge entscheiden, da wird es mir gruselig. Also, und wenn ich mir jetzt vorstelle, in bestimmten Bezirken oder Stadtteilen wird dann über Flüchtlingspolitik zum Beispiel entschieden, über Kindergärten in Wohngebieten, die zu laut werden, sowas finde ich grässlich. Wenn das dann Bürger und Bürger entscheiden, Bürger und Bürgerinnen entscheiden können, das möchte ich nicht. Also, ganz klar. Also ich wollte sagen, ich habe lange Zeit in Hammerbrook gearbeitet und da gab es riesige Freiflächen, die ausnahmslos zugeklotzt wurden durch riesige Bürohäuser. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch Freiflächen sind. Und auf der anderen Seite wird dann begründet, ja, wir müssen Häuser bauen und Wohnungen bauen und dann werden die in Parks oder sonst wo hingesetzt. So wie das jetzt hier angesprochen wurde. Ich meine, diese Diskrepanz sollte auch mal ausgesprochen werden. Warum muss im Innenstadtbereich riesige Flächen nur für Bürohäuser freigemacht werden und mit der Begründung, Wohnhäuser müssen gebaut werden, dann Innenflächen zugepflastert? Und die zweite Frage ist, ich habe 4 Jahre in der Schweiz gelebt, habe das mitgekriegt, wie demokratisch da vieles über die Bühne geht und auch wenn sehr schnell umgesetzt wird.
Und hier wird dann immer nur über die Negativbeispiele berichtet, ist auch typisch für deutsche Medien. Und da habe ich jetzt mal die Frage, warum wird das so verkompliziert? Warum setzt man sich nicht dafür ein, dass Volksabstimmungen ohne Wenn und Aber, das heißt, man muss eine bestimmte Anzahl Unterschriften sammeln, als Nachweis, dass für dieses Thema Interesse besteht, abzustimmen. So, und dann kann man eine Volksabstimmung herbeiführen und die ist dann ohne Wenn und Aber und ohne irgendwelche weiteren Hürden für die Politiker, so wie es in anderen demokratischen Ländern auch üblich ist, verpflichtend und bindend. Das heißt, die Politiker haben dann die Aufgabe, diese Entscheidung der Bevölkerung umzusetzen. Ja, das ist jetzt eine ganz wichtige Frage für mich, warum das so verkompliziert wird, statt zu sagen, okay, die Mehrheit entscheidet und die Politiker haben die Aufgabe, das umzusetzen, ob denen das passt oder nicht. Und was die Dame da sagt, stimme ich ihr nicht zu. Ich habe die Meinung, dass auch bei heiklen Themen, weil ich dazu eine andere Einstellung habe, auch die Bürger entscheiden sollen. Natürlich ist es so mit den Kindergärten, das finde ich auch furchtbar. Also da muss ich nicht drüber diskutieren. Aber es gibt auch Menschen, denen das zu viel ist, dass viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Und ich finde, die müssen auch das Recht haben, nicht gleich als Nazis diffamiert werden, wenn sie sagen, die EU ist groß genug, wir haben ganz viel Platz in der EU für Menschen, die in Not sind, die aufzunehmen. Also okay. Das kann man auch. Anderes Thema, machen wir noch ein. Also ich möchte nochmal ganz dringend dafür plädieren, was die Vorrednerin gesagt hat. Auch meine Befürchtungen sind, wenn man das zu klein macht, ganz erbärmlich. Und ich habe auch sehr viel beruflich mit den Bezirken zu tun. Deswegen, man darf nicht vergessen, es sind alles im Moment noch Amateurpolitiker, Feierabendparlamente, wo nicht unbedingt der Sachverstand bei Wolf auftritt. Ich bin entschuldigt, ich möchte hier niemandem zu nahe treten. Aber die Frage ist, warum kann man das nicht wirklich so machen, dieses Thema Gesamtgemeinde, warum kann man nicht, erstens diesen Text dort, den finde ich erbärmlich und fürchterlich, den wird euch kein Mensch auf der Straße mehr schreiben, dieses Endlos, wir dönen sie dort. Aber die Frage ist, warum kann man Bürgerbescheide oder Volksentscheide nicht nach Schweizer Vorbild mit kleineren Anteilen wirklich auf Stadtebene machen? Es werden sich schon genug Leute in Altona finden, wenn es gegen IKEA geht oder gegen ähnliche Geschichten. Muss es denn so kompliziert sein? Muss es denn so ein umfangreiches System sein? Müssen wir noch mehr Verwaltung schaffen, noch mehr Politik? Ich glaube, wir brauchen weniger Politik und nicht noch mehr Parlamente in einer so kleinen Stadt wie Hamburg. Also wir sind in Hamburg ziemlich allein. Also in Bremen ist es so, dass es Bremerhaven und Bremen gibt. Das sind zwei eigenständige Gemeinden. Und da hat auch in Bremerhaven die Stadtbürgerschaft eine abschließende Kompetenz. In Berlin ist es so, dass die Bezirke in der Verfassung zugewiesen abschließende Kompetenzen haben. Das ist in Hamburg eben nicht der Fall. Und deswegen haben die Berliner Bezirke mehr abschließende Rechte als die Hamburger Bezirke. Dann vielleicht nochmal kurz die Frage, die eben aufkam hier von dem Herrn in der grünen Hose. Warum so kompliziert? Warum nicht einfach, die Politiker müssen sich dran halten? Ich habe nicht so verstanden, naja, das ist dann, wäre dann das Fernziel bei einer solchen, bei einem solchen Versuch, die Einheitsgemeinde aufzuheben. Ja, also man kann das eben in der Verfassung ändern, in der Hamburger Verfassung, aber da braucht man eben einen landesweiten Volksentscheid und muss dann 1,2 Millionen Wahlberechtigte hier mobilisieren. Und da kann man das natürlich einfach machen. So einfach. Das also die Kompliziertheit, wenn ich das nochmal... Die Kompliziertheit kommt von sozusagen 1938 den Nazis in diesem Fall. Ja? Also, ja. Dass die das also, reingeschrieben haben, dass es 1949 rübergerettet wurde und seitdem in der Verfassung steht. Ansonsten gab es noch einen Punkt. Wir machen gleich vor. Nur die Wohl. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ansonsten gab es den Punkt, dass da von mehreren Seiten gesagt wurde, naja, ist das nicht gruselig, wenn über die bestimmten Themen jetzt verbindlich abgestimmt werden kann per Bürgerentscheid. Das ist sicherlich eine Befürchtung, auf die man ernst nehmen muss. Du würdest was auch sagen dazu? Also Altona ist so groß wie Kiel oder größer und hat 260.000 Einwohner. Wir haben zumindest in dem Kreis des Altonaer Manifestes sind wir immer davon ausgegangen, nicht, dass jetzt jeder Stadtteil eine eigene neue Verwaltungsebene bekommen soll, sondern dass auf der Ebene der Bezirke, die also in Wandsbek ist sogar noch größer, hat über 400.000 Einwohner, also es sind Großstädte im Prinzip, die bereits eine Verwaltungsstruktur haben. Nur, dass diese Verwaltungsstruktur nichts zu sagen hat und auch tendenziell in Auflösung begriffen ist, weil gerade jetzt der jetzige Senat immer weiter versucht, das zu zentralisieren und die Bezirksämter nur noch, noch weiter zu degradieren. Es gibt ja die noch in den Bezirksämtern zu den wichtigen, wesentlichen kommunalen Verwaltungsfragen
wie jetzt, ob es Bauamt oder Gesundheitsamt oder Grünamt oder sonst was ist, gibt es ja noch die Verwaltungsstrukturen. Aber sie sind zum einen bedroht und sie haben keine Entscheidungsgewalt. Und deswegen hatten wir, so zumindest habe ich noch nie eine andere Vorstellung gehört, auch bezog sich das darauf, dass diese Bezirke in der Größe von Großstädten diese eigenständige oder teilweise kommunale Selbstverwaltungsrecht bekommen. Und das heißt nicht, dass wenn in Ottmarschen die Leute meinen, ein Kindergarten ist eine Kindertagesstätte, die ist ein bisschen laut, die wollen wir hier nicht haben, dass das jetzt nur von denen dadurch entschieden werden kann, sondern das ist wiederum eine Entscheidung, die dann ja im ganzen Bezirk Altona getroffen wird, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass so eine spezielle Privilegien-Sache von ein paar Leuten, die irgendwie in ihrer Nachbarschaft irgendwas nicht haben wollen, mittels dann einer Entscheidung auf der Ebene der bezirklichen Selbstverwaltung einfach so gekippt werden kann, halte ich für, also das würde dann ja in allen Großstädten, in Kiel oder in Lübeck oder sonst wo auch immer irgendwie so sein. Und ich glaube, das ist nicht der Fall. Und deswegen weiß man natürlich trotzdem nie, ob ein Bürgerbegehren irgendwie auch negative Inhalte haben kann und erfolgreich sein kann. Aber wenn man sich das anguckt, die Entscheide, die gelaufen sind oder Bürgerbegehren, die gelaufen sind, hatten in fast allen Fällen einen fortschrittlichen Charakter und der jetzt nicht sich für partielle Interessen von einigen wenigen darauf bezog, sondern in der Regel weit darüber hinaus. Wir haben das jetzt zum Beispiel auch beim Volksentscheid über den Rückkauf der Netze oder in Bayern mit der Olympiade oder so gehabt. Das sind ja nicht partielle Interessen, die dort durchgesetzt worden sind, sondern es ist der Wille der Bevölkerung, der von allen anderen Parteien missachtet worden ist. Das, denke ich, sollte man doch mal.